Hallo Leute, Teil 12 Meridian New World und ja, willkommen zurück bei unserer fröhlichen Wanderschaft. Wir suchen hier uns eine Alternativroute, da wir da oben nicht so freundlich empfangen wurden. Jetzt nur, Himmel, wo ging das durch? Hier. Das war, glaube ich, die Idee, genau, dass wir hier hochgehen. Mal gucken, wo uns das hinführt. Da braucht schon da einer Backup, aha. Sie greifen natürlich wieder nicht an, sie fahren dran vorbei. Das sind Vögel, echt. Los angreifen. Da ist schon wieder einer beschädigt. Jetzt fährt er noch aus dem Bild raus. Da ist noch einer. Nee, haben wir bloß noch die? Ach, Herr Jemini. Nee, eben, da unten steht ja noch einer. So, ich hoffe aber nicht, dass jetzt noch einer außerhalb vom Bild hier rumlungert irgendwo. So, also bewegt euch mal. Macht was für euer Geld. Ja, der Aufklärer, der ist halt schon wirklich schnell, Mensch. Yes, sir. Und er ist immer zuvorderst, das gefällt mir nicht. Moving. Nee, nee, nee. Und hier kommen wir in unerforschtes Gebiet. Let's see. Da dürfte dann demnächst wahrscheinlich mal Scouting. Feind auftauchen. I'll see what I can do. Ja, guck du mal, Moving. Was du tun kannst, genau. Das machen wir ja auch. Hm. Das scheint mir ein bisschen der friedfertigere Weg zu sein. Oder führt der sowieso dann... Ich habe so einen leisen Verdacht, dass der Weg sowieso wieder dahin führt, wo die Geschütze sind. Wir werden es rausfinden. Waren die hier unten? Das sieht so ähnlich aus. Nee. Hier unten waren sie offensichtlich nicht. Oder sind sie umgezogen? Das kann ja irgendwie auch nicht wirklich sein. Hm. Nirgends ein Feind. Oh, wir müssen... Ah, hier geht's nicht rüber. Okay, ja, jetzt kommen wir wieder auf den alten Pfad. Das würde heißen, wenn ich mich jetzt mit meinen Pfadfinderkenntnissen hier nicht völlig vertue, dass wir tatsächlich an diesen blöden Geschützen vorbei müssen. Was es da noch für eine Möglichkeit gäbe, wäre, wir müssen mal die Reichweite von den einzelnen Teilen ein bisschen genauer angucken. Sprich, ob es vielleicht möglich ist, aus einer gewissen Distanz die Geschütze anzugreifen, ohne dass die uns erwischen. Viel mehr fällt mir dazu, ehrlich gesagt, nicht mehr ein. Denn alleine mit der Waffengewalt kommen wir da nicht durch. Das geht nicht. Absolutely. Habt ihr gehört? Die junge Dame hier meinte auch gerade absolutely. Und die muss es ja wissen. Sir, hier die Aufklärer, die haben tatsächlich eine gewisse Reichweite. Right, oh, aber die zielen schon auf uns. Yes, sir. Hm. Ah, guck mal doch. Das funktioniert. Verleihen wir dem mal ein bisschen mehr Power noch. Gut, dass mir das noch eingefallen ist, dass die größere Reichweite haben. Die sind schneller und haben die größere Reichweite. Aber das Tempo, das hat jetzt hier natürlich überhaupt nichts ausgemacht. Sondern der Schlüssel liegt tatsächlich in der Reichweite. Hm. Guck mal einer an. Blödsinn. Die Feuerrate sollte hier erhöht werden. Das ist doch schon ein gewisser Unterschied. Heiliges bisschen, wenn er da losholzt. Blöd ist jetzt halt, dass es uns den zweiten Aufklärer zerlegt hat. Das ist definitiv schade. Denn so müssen wir wieder ein bisschen Geduld haben. Aber das haben wir ja. Geht ja nicht anders. So, das ist ja wunderbar. Da können wir schön in Ruhe zuschlagen. Und jetzt müssen wir nur ganz, 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 ganz dolle aufpassen, dass wir diesen einen Aufklärer hier nicht verlieren. Denn wenn hier weiter oben noch mehr Geschütze sind, dann haben wir die Arschkarte gezogen, wenn wir den los sind hier, den Aufklärer. Ich mache das jetzt mal so, dass ich hier
die Chimären vor Ort sehe. Ich darf einfach den Aufkleber nicht vergessen. Oh, hier hinten ist noch was. Gut. Greifen wir das mal an. Gucken aber, ob hier oben was daherkommt. Nee, kommt nicht. Gut. So. Das hier hinten. Ja, da hat man es gesehen. Die Chimären kommen da nicht rüber. Aber hier der Aufklärer, der hat echt eine enorme Reichweite. Merke ich gerade. Das ist ja schon mal schön. Das habe ich wirklich auch bei Command & Conquer immer geliebt. Wenn man hier so in Ruhe die Basis von außen her zerlegen konnte. Aufgrund von Reichweite. Da gab es so ein Artilleriegeschütz, wenn ich noch wüsste, wie das geheißen hat. Keine Ahnung. Aber das hatte auch so eine enorme Reichweite gehabt. Und das Ding hat reingehauen. Es war eine Freude. So, das wären wir auch los. Dann machen wir uns hier mal auf. Nee, machen wir nicht. Sondern, genau, der Sicherheit zuliebe. Wird das wieder gespeichert. Aber da lag der Schlüssel tatsächlich darin begraben, dass man die Reichweite nutzen muss. Okay. Hat doch was gebracht, dass ich mal noch ein bisschen nach Tipps gesucht habe im Internet. Oh, jetzt brauchen wir hier wieder Reparatur. Nee, das geht ohne. Wow. Das ging ja. Sowas von einfach. Der will schon wieder vor. Der soll hinten bleiben. Wenn er schon die größte Reichweite hat, dann braucht er hier nicht da uns zu überholen. Apropos. Ah, ich konnte nicht reparieren, so ein Käse. Schon haben wir einen Chimären weniger. Halt. Müssen wir warten, bis wir Flächenreparatur machen können. So. Oh Gott, und schon wieder sind wir einer weniger. Hm. Naja, wir haben zur Not ja noch gespeichert. Und ich hoffe mal, das dauert jetzt hier nicht Stunden. Bis wir hier... Ne, das kommt gleich, die Flächenreparatur. Gut. Hü, hü. Dankeschön. So, weiter geht's. Wobei, jetzt müssen wir aufpassen, weil wir natürlich wieder keine Energie mehr haben für die erhöhte Feuerrate. Gott, oh Gott, das ist richtig spannend, wenn man nicht weiß, was daherkommt. Stimmt der Weg überhaupt? Doch, das wird hier drunter gehen. Runtergehen. Da oben ist ein Gebäude. Kommst du da hin? Nee, kommt er nicht. Dann lassen wir das. Wir wollen jetzt sowieso die vorziehen. Überladen könnten wir. Ich hätte lieber die Reparatur und den Feuerschlag. Hier. Feuerrate, nicht Feuerschlag. Noch nichts zu sehen von Feind. Immer noch nicht. Hier oben? Vielleicht? Nee. Doch, da. Jetzt kommen welche. Gar nicht so schlecht. Den hier noch reparieren. Und hier hoch. Aha. Boah, oh Gott, ja, das nenne ich mal eine Basis. Heiliges bisschen. Ja, das könnte eine Lebensaufgabe geben. Aha, ich kann ein Lager bauen. Ja, ja, was ich nicht alles bauen kann. Oh Gott, was kann ich denn nicht alles bauen? Hier. Nee, zu wenig Geld. Da müssen wir erstmal zu mehr Geld kommen. Aber das ist jetzt wieder die alte Frage. Wie machen wir denn das? Die Lager sind voll. Schardium-Abbau gestoppt. Ja.
Das ist klar. Jetzt wollen wir ja aber mehr. Ne, wo sind hier die Bauarbeiter? Hier. Zerstöre das Geschützzentrum im Nordwesten, zerstöre Geschützzentrum im Nordosten. Das ist soweit klar. Was können wir denn jetzt hier bauen? Eine Schadiummine geht nicht, da haben wir zu wenig Geld für. Kraftwerk. Ah, ein Lager. Gut, das ist das erste Mal, dass wir das eigentlich bauen können. Oder habe ich das irgendwie bloß immer gekonnt ignoriert? Naja, gucken wir mal. Hauptsache, wir können das Teil bauen. Was haben wir denn sonst hier noch? Ein Infanterie-Herstellungsgebäude, sozusagen. Wir bräuchten noch eine schwere Fabrik, eine schwere Waffenfabrik. Infanteriebaracken, beziehungsweise eine leichte Waffenfabrik. Okay. Bitte bauen. Das ist schon nett gemacht hier, wie das entsteht. So, dann kannst du hier bitte weiterbauen. Oh, Angriff. Kein größeres Problem, aber da müssen wir mal gucken, ob wir hier nicht Geschütze hinstellen können. So, bitte wieder zurückweichen, genau. Eine Geschützzentrale haben wir in dem Sinn keine. Können wir die bauen? Wo seid ihr denn, liebe Arbeiter? Kraftwerk, Schadiummine, Geschützzentrale, dafür brauchen wir erst die Fabrik hier. Dann bau mal weiter. Based on the light tanks we found at this base, I have prepared schematics for us to mass produce them. Once we bring some of them back to the Magellan, I might be able to further enhance these vehicles. Sehr schön, in Massen bauen klingt gut. Das klingt vor allem sehr verlockend. Leichter Panzer. Bauen wir doch die mal in Massen, würde ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr die Durchschlagskraft ist von denen, aber ich glaube, so schlecht kann die nicht sein. So, jetzt wollte ich ja gucken wegen dem Geschützturm. Blödsinn, wegen der Geschützzentrale. Geht nicht, warum geht das nicht? Nicht genügend Schadium. Okay, dann erbitte ich hier fleißiges Schadium abbauen. Da kommt wieder Feind. Wie viel Schadium haben wir denn? 158. Die bauen irgendwie zu wenig Schadium ab hier, die Leute. Also überzeugt tun mich hier die leichten Panzer, ehrlich gesagt, noch nicht massiv. Denn was ich da bis jetzt gesehen habe, war ein Maschinengewehr. Aber eben, wir müssen halt weiterbauen. Also, du bist kein Arbeiter. Wo haben wir denn die Arbeiter? Hier haben wir echt nur zwei Arbeiter. Da brauchen wir dringend noch Arbeiter. So, ein, zwei. Dann stoppen wir hier die Panzerproduktion mal noch und bauen die Panzer nachher. So, nochmal. Zwei Stück hier, gibt sie dann Angriff. Jetzt kommt sie schon mit Fahrzeugen. Ja, das ist klassisch Command & Conquer. Ich muss es nochmal sagen. Dass dann halt die Feinde auch immer stärker werden. So, bitte wieder Energie aufladen. Aber es ist noch schön, wie die selbstständig hier hochfahren, wenn was passiert. Das finde ich dann doch schon relativ gelungen. Der ist kaputt, der wird erstmal abgezogen hier. Ja, ich würde hier gerne Geschütze hinbauen. Aber eben, da brauchen wir erstmal wo ist denn jetzt der Arbeiter hingekommen? Der wird noch gar nicht gebaut. Aus irgendeinem Grund. Schadium hätten wir. Das dauert immer einen Moment, bis die Kiste hier wieder in Gang kommt, um zu bauen. Oder haben wir hier noch einen Arbeiter vergessen? Nein, haben wir nicht. Jetzt können wir den aber schnell reparieren. Dann kann der im Prinzip auch wieder an die Front. So, und jetzt mal nochmal schauen. Oh, Kampf. Das müssen wir schon im Auge behalten hier. Damit wir reparieren können. Weg, kaputt. Weg, kaputt. Du musst hier nicht wieder rauf. Die fahren immer wieder rauf, die Vögel, wenn man sagt, sie sollen nicht. Jetzt fahren sie wieder zurück. Okay,
Da müssen wir nachher mal noch eine Runde reparieren. Mensch, Mensch, Mensch. Deswegen wäre jetzt halt der Geschützturm. Die Geschützzentrale wichtig. So, bitte schnell bauen. Warum der hier nicht weiterbaut, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Hallo? Hm. Der baut keine Arbeiter mehr aus irgendeinem Grund. Wenn du sie hier hinstellst, baust du sie dann eher? Nee. Oh, da kommt sie schon wieder. Oh, und ich kann nicht reparieren. Müssen wir halt überladen. Ja, so verlieren wir ordentlich Einheiten, aber es ist nicht zu ändern. Wo wollt ihr hier? Wo wollt ihr hin? Geht's noch? Naja, wie auch immer. Ja, und in der nächsten Folge wird dann hier fleißig weitergebaut. Ich bin gespannt und freue mich schon mal drauf. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.